Und da sind wir auch schon wieder. Sollte passen. So, wir waren dabei, hier dabei zu fahren. So, also wir müssen mal gucken. Wir hatten ja gerade eben hier, ne? Was ist das? Peace. Haben wir sowas? Nein. Aber das kann man hier raus machen, glaube. Das müsste das eigentlich sein. Genau. Bam. Man bekommt das davon nur einmal hiervon. Ja gut, okay, ist ja auch im echten ungefähr so realistisch, ne? Das heißt, ich könnte mir hier aus gerade mal 4 so eine Dinger machen. Nee, nutze ich nicht. Die hebe ich mal später lieber auf, später für Ackerbau, damit wir da ein bisschen mehr rausbekommen. So, ansonsten gab es ja noch irgendwas mit Zwiebeln, fällt mir gerade ein. Von Zwiebeln haben wir mehr als genug. Da brauchen wir aber dennoch grüne Bohnen für. Zur Gruppe Onion? Gibt's gar nichts. Hä? Whatever. Okay, wir können also entweder das Ding mit grünen Bohnen kombinieren oder mit Farnsprossen. Farnsprossen kriegen wir im Wald. Das Problem sind die Pilze. Weil Pilze haben wir hier echt wenig. Na gut, das heißt, daraus wird erstmal nichts. Ja, aber wie gesagt, ganz ehrlich, die Zwiebeln, die können wir auch einfach so hintermampfen. Da brauchen wir kein Gericht draus machen. Weil wenn wir die nicht so effizient verbrauchen, ist das kein Problem, weil die wachsen so hart wie Sand am Meer. Da können wir einfach so viel essen, wie wir wollen. Da müssen wir auf die Effizienz nicht unbedingt achten. So, ja, rote Beete ist ja nicht so meins. Das hier wäre eine geile Sache, so für Reality, aber hier so in-game, ich weiß nicht mal, ob wir Chili-Paprika hier irgendwo haben. Ne, also wir haben hier noch keine. Ja. Ja gut, das heißt, wir werden uns tatsächlich erstmal vorläufig auf das hier konzentrieren und auf die Zwiebeln als solches. Also quasi rohe Zwiebeln und hier, ja, Kartoffel-Gurkensalat, wenn man das... Mir fällt gerade ein, Kartoffeln-Gurkensalat? Wer isst sowas? Also ich habe sowas noch nie gegessen. Kartoffeln und Gurke? Hä? Was zur Hölle soll das denn werden? Ich meine, das passt ja auch geschmacklich überhaupt nicht zusammen, oder? Ich meine, okay, wenn die hier mit Gurke saure Gurke meinen, dann kann man daraus einen klassischen Kartoffelsalat machen, weil bei Kartoffelsalat ist ja so ein bisschen saure Gurke mit dabei. Oder nutzt man da normale Gurke für, weiß ich gerade gar nicht. Aber eben, eigentlich ist es ja quasi Kartoffelsalat. Also viele Kartoffeln, klein geschnitten, mit weißer Soße. Nein, nicht die weiße Soße. Ihr wisst genau, was ich meine. Sondern halt, ja, Mayonnaise oder sowas. Und dazu dann halt noch ein bisschen Gurke und Eier und, klar, weiße Soße und Eier. Schon klar. Ja. Sowas halt. Also, ich schätze mal Kartoffelsalat kennt jeder. Wenn nicht, habt ihr was verpasst im Leben. Definitiv. So. Okay. Ja, das heißt, nahrungstechnisch können wir das alles erstmal reinschmeißen hier. Okay, passt schon gar nicht mehr. Da kommst du raus. Was ist hier alles für ein Scheiß drin schon wieder? Okay. Ich mache erstmal hier ein bisschen. Also erstmal hier ein bisschen Ordnung, ne? Also muss ja. So. Achso, halt nein. Kommt rein. So. Ich muss gleich niesen, das habe ich jetzt schon. Okay, das heißt, wir können mit den Sachen erstmal wieder unten zum Strand gehen.
Ja, guter Trick, wenn man niesen muss, wenn man gerade dabei ist, das hilft. Ich weiß nicht warum, aber es hilft. Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Erdbeeren. Wollt ja so schnell wachsen. Okay, jetzt haben wir hier Weizensamen und Oatsamen. Was ist das? Ach, hier mal. Das hier sind die normalen Weizensamen. Und das hier sind dieses Oatzeug oder was? Genau, okay. Gut, dann können wir hier also Weizen pflanzen. Haben wir schon mal ein bisschen mehr. Auch wenn das ja doch wieder ewig braucht zum Wachsen. So, und hier haben wir wieder ein bisschen Oat. Ein bisschen Wheat. Okay, was bist du eigentlich? Das dürfte. Ist das hier Wolle? Das sieht so aus wie diese Wolle. Aber warum haben wir gerade mal einmal Wolle? Sag mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir noch ein bisschen Wollesamen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur einmal Wolle haben. Ja echt ein bisschen wenig, ein bisschen mickrig, ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Aha, wir sind aber doch noch ein bisschen mehr. Ach, so war es aber auch schon. Wow, also, ne? Wie gesagt, wir müssen sowieso mal gucken, sobald das Haus hier fertig ist, wenn wir hier auf dem gesamten Gebiet auf jeden Fall so einen großen Garten machen, wo wir dann hier Sachen pflanzen werden. Aber solange bis das fertig ist, werden wir uns erstmal nur an unser Ding da unten ja, begnügen können. Beziehungsweise eigentlich können wir sogar jetzt schon anfangen, die Sachen langsam hochzuschleppen. Was natürlich schön blöd ist, weil ich das hier gerade wieder alles gepflanzt habe. Schüssel so. Na gut, okay. Ja, auf jeden Fall das Zeug hier bitte rein. Danke, danke, danke und danke. Okay. Na dann, ab nach Hause. Und dann arbeiten wir mal an unserem Dach weiter. Dazu müssen wir erstmal die Bäume abernten, in der Hoffnung, dass die schon alle gewachsen sind. Aber ich habe gerade schon gesehen, viele sind schon da. Wir sollten also erstmal wieder ein bisschen Holz haben. So. Warum haben wir eigentlich so viele Steinäxte? Wisst ihr, da habe ich mir so schön viel hier eine Eisen und so geholt. Wir nur 5 Eisen nur? Ach hier, okay, wollte gerade sagen. So schön viel Eisen geholt. Da. Und dann müssen wir aber erstmal die ganzen. Wir haben 4 Steinäxte. Ich meine, okay, wir können die auch einfach alle wegschmeißen. Aber nein. So, das heißt, du kommst da rein, du kommst auch da rein. Du kommst da rein. Fackeln haben wir auch eine ganze Menge. Lol. Easy. So, Steinäxte bitte nach oben. Okay. Und dann heißt es jetzt wieder pflanzen. Ernten. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Jetzt haben wir der hat doch 3 angefangene Steinäxte. Auch ein bisschen witzig. Vier. Fünf. Okay. So, dann haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen, ne? Ein bisschen Wartezeit, bis die alle gefällt sind. Ja, doch. Bom. Gucken wir schon zu. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. Ich meine, wir haben ja immer eine Steinaxt. Ist ja schon ein bisschen. Geht ja schon. Haben wir gleich wieder ein paar Äpfel. Alter, guckt euch unsere Sättigung an. 0,9000000009%. Klaro. Wollen wir das so macht? Spitzbold. So.
Ein Schaf ist gespawnt. Ja, komm. Gott, doch das lange. Hä? Ja, geht doch. Aber wieso baut er die diesen Baum hier nicht ab? Haben wir die gar nicht ausgewählt? Nee, ne? Und finde ich. Seltsam. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und der nächste gleich hinterher. Passt doch. Hä? Warum ist unsere Inventar wieder voll? Kann gar nicht sein. Hast du gerade erst aufgeräumt? Nö. Warum hat der Sapling daneben? Sehr suspekt das Ganze. Sehr, sehr suspekt das Ganze. So, Soren hat ja gesagt, ihr Haus ist fertig. Da wollen wir mal reingucken, wie es jetzt aussieht. Okay, ich gehe wieder raus. Tschüss. Das sieht ein bisschen zu chaotisch aus. Was soll denn das Ding in der Mitte sein? Also erstens mal, zuallererst, ja? Also, ne? Mal, gehen wir mal rein analytisch vor. Erstens, wer baut eine Treppe aus Glas? Ne? Zweitens, wer baut eine Treppe, die, wo da eine Stufe fehlt und wo dann oben nicht mal eine Etage ist? Was soll das Ding darstellen? I have no ideas. So, okay, die erste Spitzhacke ist damit schon mal, die erste Achse ist damit schon mal weg. Da kann ich die auch langsam fusionieren. Ja. Easy. So, dann haben wir noch zwei Heile und eine, die wir, ja, erstmal leer bauen können. So, und wir haben jetzt hoffentlich Holz. 79, sieht doch schon mal gut aus. Wie viel haben wir hier noch drin? Gar nichts mehr. Na gut, dann sieht es vielleicht doch gar nicht mal so gut aus. Hat man 79. Ist jetzt nicht so viel. Schade eigentlich. Na. Oh, Alter. Für sehr kürre wirst du da ja. Ja, ich weiß. Wir müssen wieder auf die Spitzhacke gehen. So, damit er wieder schnell abbaut. Easy. Na dann bauen wir ab, mein Liebling. Fertig. Ja, die Wetter hier lässt er einfach dran, weil hier, ja, weil die Orangenbäume leider die gleichen Holz oder das gleiche Holz benutzt wie die Bäume hier. Und dementsprechend denkt er, dass die Blätter zu dem Baum gehören. Obwohl das ein anderer Baum ist. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber okay, was soll's. So, gut, dann gucken wir erstmal, wie weit wir mit dem Holz, was wir gerade abgeschlagen haben, kommen. Wir müssen jetzt die unteren Bögen hier machen. Wo ich sowieso erstmal gucken muss, wie wir die designen. Lala. So, das heißt. Auf jeden Fall erstmal so. Haben wir noch unser Replacement-Tool? Ja. Dann nehmen wir auch das erstmal direkt instant, bevor wir uns hier wieder die Hucke vollbauen. So, dann würde ich mal sagen, wir machen einmal so und einmal so, dann so und dann so. Und gehen wir hier rauf. Okay, das wird so nichts. Okay, dann gehen wir hier zwei nach da und dann gehen wir wieder ein nach da. Das heißt, da muss einer hin. Nein. Gott, wie machen wir das denn am dümmsten? Okay, dann muss ich erstmal. Ich muss erstmal überlegen. Warte mal ganz kurz. Vielleicht doch. Sieht das so gut aus? Autsch. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher.
Das Problem ist halt, dadurch, dass wir hier keine halben Slabs, also keine halben Slabs, klar, nee, keine Slabs benutzen können, also quasi halbe Blöcke, sieht das hier halt extrem kantig aus, weil das halt doch relativ eng ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das wirklich hier so eine gute Idee ist. Oh Mann, ey. Nee, das sieht absolut Katastrophe aus. Okay, gut, machen wir mal ein bisschen anders. Wir machen das tatsächlich so, wie wir es obenrum haben. Das heißt, der untere Block hier unten. Wird genauso wie der obere 5 breit. Also einmal so. Da kommt dann der rauf und dann haben wir hier wieder 3. Dann haben wir jetzt hier quasi genau nach oben und unten gespiegelt. Das so gut aussieht, ich habe keine Ahnung. Mal von unten gucken. Das sieht auch scheiße aus. Halleluja. Oh Gott, ne? Also das wird jetzt hier, Schissel. Nee. Das sieht so absolut kacke aus. Holla, die Waldfee. Okay, das heißt, mit diesem unteren Bogen können wir so erstmal knicken. Das wird so auf jeden Fall gar nichts. Das kriegen wir optisch nicht hin. Wir müssen uns also für die mittlere Stütze eine andere Konstruktion ausdenken. Weil ich würde mal sagen, so der obere Balken, also quasi dieses Rechteck, dieses Dreieck, was wir hier haben, das kann so erstmal an sich bleiben. Aber wir müssen hier die untere Konstruktion bisschen anders angehen. Ich mache auf jeden Fall erstmal das Wichtigste, und zwar dieser Stützbalken. So, der muss ja sowieso hin, weil das ist ja quasi der Hauptpfeiler. Ja. Danke dafür. Ich fühle mich meiner Theorie bestätigt. So. Also das ist, wie gesagt, der Hauptpfeiler. Die Frage ist, wie designen wir jetzt, dass das gut aussieht. Machen wir das Ganze so hier. Sieht doch scheiße aus. So hier. Ah, sieht doch beschissen aus. Oh Gott, Ronny, hör auf. Weiß nicht. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als davor. Aber es wirkt hier in der Mitte immer noch zu klobig. Das Problem ist wieder, ne, genau die gleiche Kacke. Wenn ich jetzt die beiden hier wegnehme, dann wirkt es zwar cleaner, aber dann haben wir hier wieder diese komische Kante, die absolut unnatürlich aussieht. Das ist auch wieder scheiße. Ach Gott, dammit. Was tue ich nur? Vielleicht sollten wir es doch einfach so lassen. Ich bin jetzt echt ein bisschen unschlüssig.
Wie wäre es denn, wenn wir diese Lücken hier auch noch ausfüllen? Also da ein reinsetzen und da ein reinsetzen. Wird das denn damit solider und damit dann doch wieder ein bisschen praktikabler? Ja doch, ne? So geht das schon fast wieder. Okay, wir machen jetzt erstmal so hier. In Hoffnung, dass das jetzt hier... Mist, ich komme da gar nicht lang. Ich komme da gar nicht lang. Scheiße. Hey. Lalalala. Yay. Wow, geschafft. So, das sind dann die hier. Nein, doch. Nein, doch. Easy. So, das sieht doch so schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay, doch, lassen wir so. Lassen wir so. Alles andere ist leider nicht praktikabel. Ach, komm. Da komme ich eh nicht mehr rauf, von daher können die hier weg. So. Halla die Waldfee. So, dann kommt jetzt der Bereich hier. Ich habe mir mal genau das gleiche. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Und dam, dam. Dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Eigentlich doch, aber pssst. Erzählt es ja keinem. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir hier mit den Außenflächen machen. Die würde ich auf jeden Fall solide machen. Abgesehen ist natürlich von kleinen Fenstern nach außen, klar, aber an sich erstmal grundsolide. Andererseits haben wir natürlich auch die Option, dass wir hier auch so eine Konstruktion machen und dann einfach nur die Lücken quasi wieder mit Holz füllen, also hier mit den Brettern. The question is, würde das gut aussehen? Wir haben auf jeden Fall zu wenig Holz dafür. Gut, ich mache erstmal eine Seite, weil für eine Seite sollte es reichen. Ich hasse dich. Du gottverdammter Hurensohn. Ach komm. Hallo? Ach, da fehlt doch noch einer. Scheiße. Boah, Alter, we America. Easy peasy lemon squeezy. Autsch. Das Verbeck Ronny ist verstorben und oder wurde beendet. So, 1, 2. 1, 2. So, und jetzt bin ich hier praktisch die Lücken quasi mit Holz einfach nur ausfüllen. Beziehungsweise, wie gesagt, kleine Spaten können wir drin lassen. Ach komm, reicht eh nicht mehr für die nächste. Als Fenster quasi. Aber so quasi so vom Grundprinzip einfach hier auffüllen. So, das heißt so, wo ist das Fenster? Das Fenster ist... Okay, das ist nur noch eins. Och ne, oder? Are you kidding me? Are you fucking... Ist deine Oma. Geht doch. Alter. So, wo waren wir? Genau.
So, und so. Question ist, sieht das gut aus? Ja, doch, können wir so machen. Und hier die Dinger können wir sogar auch offen lassen. Einfach so als, ja, weiß nicht, zusätzliche Luftzirkulationsschlitze oder ich weiß nicht, das auch noch zubauen. Nee, das lassen wir mal. Wir könnten sogar rein theoretisch sagen, dass wir die beide und die beide auch nochmal wegnehmen und da quasi so ein breiteres Fenster reinmachen. Andererseits ist ja hier oben eh kein Dachboden oder ähnliches, das heißt, es würde eh an sich per se nichts bringen. Von daher würde ich mal persönlich sagen, wir machen das genau so und setzen hier noch so eine. Okay. Wie ihr seht, sehe ich gerade meinen Mauszeiger wegen weil Baum. Gut, dann muss ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Eigentlich nicht. So. Kill all Mindtest. Beziehungsweise mache ich erstmal noch einen Siegturm. Bam. So, jetzt müsste Mindtest sich beenden. Perfekt. Das Ding kam gerade hier zwischen. Was ist denn hier los, Alter? Also ich weiß nicht, irgendwie ist unser Internet echt ein bisschen. Ich ziehe mal mein WLAN-Stick raus. Easy. So. Unser WLAN ist irgendwie ein bisschen katastrophal. So, können wir wieder weiter mein Test spielen. Sehr schön. Beziehungsweise, wir können auch eigentlich gleich Feierabend machen. Alles gut. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schau mit V.